So, wir sind im Pub gelandet. Wir folgen immer noch der Spur des Mörders. Wir haben schon mit Leuten gesprochen. Wir haben hier diesen Anhänger der Bruderschaft befragt und auch er ist auf der Suche nach dem Mörder. Er ist hier, um der Sache auf den If Grund zu Swansea gehen. is not my attacker, it means Und es wird somebody else spannend. came here tonight. Someone must know something. Es wird sehr spannend. Die Dialoge finde ich I deluxe. cannot enter. Und ja, stehen einer guten Geschichte in nichts nach. Also sind sehr, sehr gut gemacht. Ich bin auf jeden Fall entzückt. Bisher hat alles einen sehr, sehr guten Eindruck. Das Kampfsystem ist das Einzige, wo man sagen kann, okay, bisher war das etwas sehr simpel, aber es ist ja noch ganz am Anfang und ich finde auch, es ist nicht unbedingt so im Fokus des Spiels. Es ist schon sehr, sehr storylastig. Was wir jetzt auch noch zusätzlich haben, ist, wir haben die Möglichkeit, jetzt eben auch etwas über die Personen in Erfahrung zu bringen, mit denen wir gesprochen haben und sehen dann die Qualität ihres Blutes. Wir sehen, wie viel EP wir bekommen würden, wenn wir sie aussaugen würden. Und da wird aber noch mehr gehen an Informationen. Die sind jetzt aber aktuell einfach noch gesperrt. Ich will mal gucken, ich habe jetzt 640 EP. Ich könnte eigentlich schon wieder was skillen. Muss aber jetzt kurz die Fähigkeiten Liste, diesen Tree finden. Okay. Ploppt vielleicht nur auf, wenn ich eine nächste Stufe erreicht habe. Ah, nee, es hieß ja in einem Unterschlupf. So, verfolge den Mörder, befrage die Anwohner. So, ich spreche sicherheitshalber nochmal jetzt mit dem Wirt. Nicht, dass wir jetzt irgendwie noch mehr fragen können, da wir mehr Informationen haben. Super. Goodbye, Mr. Watts. Da stand auch gerade Hinweis benötigt, dass wir nochmal was hätten fragen können. Sprechen wir nochmal mit den anderen zwei. May I disturb you again? You're still ugly as sin. I'll leave you to your bottle then. So, da war sie und da war doch. Ah nee, sie hat sich nur rumbewegt. Sie ist tatsächlich vorhin, als ich runterkam, hat sie hier hinten sauber gemacht. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. Ich will die Wahrheit. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid, dear, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he. Well, I thought he was going to clock someone. What happened tonight? He was dead drunk as usual. My God, his eyes. His face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. Why are you so afraid? I mean, his skin. His hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the cannon factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one here. They used to be good mates. But recently, Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Du hast soeben einen Hinweis entdeckt. Dieser enthüllt eine geheime Information über einen Bürger oder über jemanden, der mit ihm im Zusammenhang steht.
Okay, öffnen wir mal das Bürgermenü. Tom Watts. Okay, hier sehen wir den Personenkreis, also wir haben eine Verbindung zu ihm. Weil wir über die Kellnerin über ihn etwas herausgefunden haben. So, Tom und William Bishop waren früher mal gute Freunde. Also er und der Wirt waren mal gute Freunde. Okay. Also, wir können schon mal Hinweise über Personen herausfinden, indem wir mit anderen Personen sprechen. Ist aber vielleicht nicht der einzige Weg. So, jetzt haben wir einen weiteren Hinweis. Ja. Als Vampir kannst du einen Bürger mit Hilfe eines gefundenen Hinweises dazu bringen, Informationen preiszugeben. Blaue Dialogoption, das ist das, was wir jetzt hier haben. Das haben wir vorhin gesehen, da stand Hinweis von Nöten oder sowas. Tom, talk to me about the visit from your old friend William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Who is he? William. Just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. Is he dangerous? Yeah. Like many drunks, he's all bark and no bite. Can barely stand up most of the time. How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside. And then he left when I refused. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Okay, das ist schon mal ein guter Hinweis. Ich gucke mal, ob ich da hinten reingehen kann, ohne dass es ihn stört. Ja, reagiert da nicht drauf. Äpfel und Co. bringen uns nichts, dadurch können wir nicht. Ich hatte oben in dem Raum mit der verschlossenen Tür etwas Blinken gesehen, aber ich sehe noch keinen Weg hinein. Okay. Bewegen wir uns mal nach Westen. Erstmal runter nach Süden. Oder direkt von hier aus nach Westen. Probieren wir es mal. Ja, das sieht gut aus. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me? To this city. Oh. The body is still warm. This man has just been drained of blood. What's this? Some sort of note. So, jetzt muss ich die Notiz erstmal finden. Ich habe mich rechtzeitig gedrückt. Wo ist das gelandet? Hier. Questgegenstände. Aber es ist nicht dabei. Eine maschinengeschriebene Anweisung. Guck mal, ob es das ist. Ja. Befehle der Wache von Preven. 30. Oktober von G. McCallum. An Dockpatrouillen. Betreff. Mehrere Tode bei den Docks. Wir glauben, dass ein dreckiger Blutsauger seine Finger im Spiel hat. Findet das Biest. Schaltet es aus und zwar schnell. Achtung! Laut jüngsten Berichten ist der Vampir äußerst brutal. Nähert euch nur mit größter Vorsicht. Ich weiß, dass wir in diesem Teil der Stadt zu wenige Männer haben. Doch schickt keine Anfänger los, um der Suche nachzugehen. Wenn ich recht habe, tötet dieser Wilde jede Nacht. Sucht wie immer zuerst verlassene Orte ab, also alte Häuser, Keller, die Kanalisation oder Lagerhallen. Vernichtet den Blutsauger, Brüder.
Okay. These men, they're a company of professional vampire hunters. Ja, das ist sehr interessant, das ist uns auch gleich am Anfang aufgefallen, die Wachen wussten Bescheid. Also die Wachen hatten ja gesagt, eine Wache hatte gesagt, die Sonne wird ihr Übriges tun, sowas in der Art. This man was armed. He tried to defend himself. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Blood and empty gin bottles. This Bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. So, haben wir auch alles gefunden. Ja, sieht so aus. Es ist angenehm, dass ich assoziiere natürlich London und dann noch Hinweisen nachgehen in einer gewissen Art und Weise natürlich auch mit Sherlock Holmes. Und ich als großer Serienfan und vor allem als großer Fan von Penny Dreadful finde mich hier auch wieder ein bisschen wieder, auch wenn es von der Zeit her hier ein bisschen in der Zukunft ist gegenüber der Zeit von Penny Dreadful. Die ist ja eher so Anfang 20. Jahrhundert. Hier sind wir jetzt zwischen 1918, das ist schon ein bisschen weiter. Das sieht man auch anhand der Kleidung und alles und auch an der Architektur weniger, aber auch an dem, was es so an Technologie gibt, in Anführungszeichen. Konterangriff außerhalb des Kampfes, lautlos hinter einem Feind. Probieren wir mal. Erstmal aussaugen. So, dann testen wir gleich mal die neue Fähigkeit. Ah, ich glaube, ich muss ihn anvisieren. Eine lange Waffe. Vielleicht kann ich die... Ich hätte die gerne. Ah, die steckt in seinem Bein. Also sieht so aus. Es klippt eigentlich nur durchs Bein, aber... Ja. Irgendwie passt. Da sind noch mehr. Von dort aus geht auch eine Blutspur außen rum. Können wir auch gleich mal verfolgen. Brandscharfrichter von Prieben. Ist natürlich gut, dass ich nicht hören kann, dann kann ich in Ruhe erstmal die Truhen hier zerstören. Schrauben und Aluminiumpulver. Karte des Gegners, genau. Das habe ich schon gemacht. Und ihre Karten anzuzeigen. Manche Gegner können gewissen Schadensarten besser widerstehen. Es gibt vier Arten von Widerständen. Nahkampf, Fernkampf, Blut, Schatten. Orange weist auf eine mittlere Widerstandsfähigkeit hin. Rot hingegen auf eine hohe Widerstandsfähigkeit. Okay, Schläger von Prieben. Orange gegen Nahkampf. Und Rot Fernkampf. Rest passt. Schau mal, wie relevant das wirklich wird. Denn wenn die Gegner relativ einfach zu besiegen sind, ist es zwar einfach gut zu wissen, aber ja, ansonsten kann man es natürlich dann auch erstmal durchschnetzeln. Und weit sieht er halt auch nicht, ne? Ich sehe, da hinten da ist der Gegner. Aber ich kann noch nicht. Ich kann ihn von hier aus nicht wirklich erkennen. Okay, andere Seite. Flammenwerfer auch noch. Ah, wunderbare Fähigkeit. Ja, und schade, wenn er tot ist, kann ich ihn nicht mehr aussaugen. So, Folge der Blutspur auf dem Pier, das haben wir da unten. Deswegen suche ich erstmal hier oben ab. Also was wir bisher gefunden hatten, waren ja Schillinge und Währung. Da wird es vermutlich dann später nochmal irgendwie so eine Art Shop geben. Oh.
So, und kontern kann man mit A. Da stand, wenn du versteckst, U. Dann, kann man diesen Schleichangriff machen. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich hier nicht drauf gehe. Der andere ist schon tot, aber... das war knapp. Also ich muss schon gut aufpassen, ne? Also... das ist schon gefährlich. Hätte jetzt auch schlecht ausgehen können. Rüste deine Schusswaffe aus und drücke Y, um sie einzusetzen. Und sowohl normalen als auch Schockschaden zu verursachen. Beachte, dass deine Munition begrenzt ist. Das machen wir noch. Erstmal heile ich mich. Lege das nicht. Hier ist sie. Genau, jetzt kann ich, wenn ich unten drücke, beziehungsweise rechts drücke, dann kann ich auf die Pistole wechseln. Brauche ich dann noch Munition. Okay. Also hier begeben wir uns jetzt langsam in die Action. Ich werde jetzt der Blutspur hier folgen. Und hoffentlich mehr über den Mörder herausfinden. Der Story weiter fortfahren und mehr Fähigkeiten bekommen. Ja, spannend. Vampir ist ein wirklich spannendes Spiel. Bis zum nächsten Mal.